Arbeitsam. Arbeitsam heißt fleißig. Jemand, der bereit ist, viel zu tun, ist arbeitsam. Jemand, dem es nicht so sehr auf die Freizeit ankommt, der sich gerne mit seiner Arbeit identifiziert, der ist arbeitsam. Arbeit in einem Kontext ist Berufsarbeit, aber man kann auch an seiner Beziehung arbeiten, man kann auch Hausarbeit machen, man kann an seinem Charakter arbeiten und man kann vieles tun, damit Dinge sich gut entwickeln. Man könnte sagen, jemand, der bereit ist, selbst vieles zu tun, der ist arbeitsam. Im christlichen Mittelalter entstand die Klostermaxime, die ja bis heute gilt, ora et labora, Beter und Arbeiter. Wir können sagen, dass labora, eigentlich heißt das auch bemühe dich. Labora heißt auch etwas, bereit sein, Mühen auf dich zu nehmen. Was heißen soll? Auf der einen Seite gilt es, sich zu engagieren, etwas zu tun, sich zu bemühen. Ora heißt aber auf die Gnade Gottes vertrauen. Manches musst du selbst tun, arbeiten, arbeitsam sein. Und anderes kommt durch Gnade, da gilt es loszulassen, zu Gott zu beten und sich zu öffnen. Wenn du magst, kannst du jetzt auf Gefällt mir klicken. Du kannst den Link zur Sendung teilen und du kannst etwas ergänzen. Danke. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de.